Das Finale der Copa America 2024 steht vor der Tür. Lionel Messi könnte erneut die Copa America nach Hause holen. Ja! Ja! Und den Titel verteidigen. Oder macht es James Rodriguez? Mit seinen Kolumbianern und kann am Ende den Argentiniern die Stirn bieten. Genau. Ich habe das Finale 100 Mal simuliert und das ist passiert. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck und die EFC 24 Copa America. Final Time, 100 Mal das Finale simuliert und du glaubst nicht, was dabei rumgekommen ist. Wir gucken natürlich nicht nur darauf, wer die meisten Titel holen wird, nein, wir schauen auch darauf, wie viele Tore die einzelnen Nationen schießen und selbstverständlich, wer bei den Torschützen die meisten Tore schießen wird. Unter anderem Alvarez, Diaz und natürlich the GOAT himself, Lionel Messi. Springen wir also sofort ins allererste Finale und das geht an Kolumbien, denn die gewinnen hier 1:0 gegen Argentinien und das ist ein sehr, sehr guter Start in dieses Experiment. Dachte ich zumindest, denn Titel 2 geht an Argentinien, 3 an Argentinien, 4 an Argentinien, 5 an Argentinien, 6 an Argentinien, 7 an Argentinien, 8 an Argentinien und Titel 9 geht auch an Argentinien. Boah, das war ein Stimmungskiller. Das kann man sich ehrlich gesagt nicht ausdenken, dass die Kolumbianer hier so untergehen. Aber es blieb natürlich nicht so, denn Titel 10 und 11 hat sich Kolumbien zurückgeholt. Und danach gab es endlich mal einen richtig guten Schlagabtausch zwischen diesen beiden Nationen. Titel 12 ging an Argentinien, Titel 13 an Kolumbien, 14 an Argentinien, 15 an Kolumbien, Titel 16 an Argentinien und dabei blieb ist dann selbstverständlich nicht, denn 17, 18, 19, 20 und 21 gingen auch an Argentinien. 6 Stück in Folge, nachdem wir vorhin gerade 8 Stück in Folge von Argentinien gesehen haben. Das ist hier einfach unbeschreiblich innerhalb dieses Experiments. Titel 22 geht an Kolumbien, 23, 24 und 25 holt sich Argentinien zurück. Kommen wir also ganz kurz zu den Zwischenstatistiken und ja, du merkst schon, es gibt so eine kleine Einschneisung bezüglich der Titel, vielleicht auch der Tore und der Torschützen. Also eine Richtung kann man schon absehen. Und hier stand jetzt nach 25 simulierten Finals. Kolumbien hat ganze 6 Titel geholt. Argentinien 19 Stück. Bei den Gesamttoren hat Kolumbien 43 Tore geschossen und Argentinien 65. Schauen wir jetzt also auf die Torschützen, die ich vorhin gerade schon genannt habe. Alvarez hat 11 Tore, Diaz 6 und the God himself, Lionel Messi, 15 Tore nach 25 Spielen. Titel 26 geht an Kolumbien mit einem 2:1. James, der Torschütze zum Sieg. Titel 27, 28, 29 und 30 gehen mal wieder an Argentinien. 31 holt sich Kolumbien zurück. 32 Elfmeterschießen und Argentinien gewinnt. 33 Argentinien gewinnt. 34 Argentinien gewinnt. Ach so, und zwischendurch erwähnt, ein Daumen fürs Video wäre richtig nice. 35 Argentinien gewinnt und McAllister kriegt hier sogar noch in der 117. Minute die rote Karte. Titel 36 geht auch an Argentinien. Das sind 5 Titel in Folge. Ach du Scheiße. 37 holt sich Kolumbien zurück. 38 4:0 für Argentinien. 39 2:0 für Argentinien. 40 3:1 für Argentinien. 41 nach 120 Minuten Kolumbien mal wieder am Start. 42 geht an Kolumbien mit 3:2. 43 nach Elfmeterschießen an Kolumbien. 3 Titel in Folge für Kolumbien. Es gibt also noch ein wenig Hoffnung, dass Kolumbien hier noch den ein oder anderen Titel holen kann, damit das Ganze vielleicht ein bisschen ausgewogener ist und Argentinien nicht so weit davonziehen kann. Aber Titel 44, 45 und 46 gehen mal wieder an Argentinien. 47 und 48 holt sich Kolumbien zurück. 49 geht an Argentinien und 50 holt sich auch Argentinien. Gechegen! Und damit haben wir jetzt 50 Mal das Finale simuliert. Und du siehst schon, es zeichnet sich so ein wenig ab, welche Mannschaft hier wirklich rigoros dieses Experiment am Ende höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Denn Stand jetzt hat Kolumbien
ganze 14 Titel geholt und Argentinien 36 Stück. Bei den Gesamttoren konnte Kolumbien 82 Tore erzielen und Argentinien liegt weit voraus mit 131 geschossenen Toren. Und jetzt musst du dich ein bisschen festhalten, denn das, was ich dir jetzt aufzeige, konnte ich selber nicht wirklich glauben. Bei den Torschützen hat Alvarez Stand jetzt 17 Tore, Diaz 14 und Lionel Messi ganze 42 Tore nach 50 simulierten Partien. Das ist wahrscheinlich. Titel 51 geht an Argentinien nach Verlängerung. Messi und McAllister schießen die beiden Tore, die zum Sieg führen. Titel 52 geht auch an Argentinien mit 4:1. 53 holt sich Kolumbien in der Verlängerung zurück. 54 geht an Argentinien mit 3:1. 55 Argentinien mit 3:1. 56 Argentinien mit 1:0. 57 Argentinien mit 2:1. 58 Argentinien mit 3:2. 59 mit 4:1. 60 mit 2:1. 61 mit 3:0. Das waren jetzt 8 verdammte Titel in Folge von Argentinien. Und das ist innerhalb dieses Experiments ja nicht das erste Mal gewesen, dass Argentinien 8 Titel in Folge gewinnen konnte. Ob Kolumbien jetzt hier nochmal endlich mal dazwischengrätschen kann, um Siege einzufahren? Ja, so mehr oder weniger. Denn 62 geht an Kolumbien mit 3:2. 63 Argentinien, 64 Argentinien, 65 Kolumbien in der Verlängerung. 66 Kolumbien. Haha, 67 Argentinien mit 2:0, 68 Argentinien mit 2:0, Finale 69, zwei erste Elfmeterschießen entschieden, aber Kolumbien gewinnt endlich mal wieder, wobei das auch nicht so viel geholfen hat, denn Finale 70, 71, 72, 73 und 74 ging mal wieder an Argentinien. Und 75 holt sich Kolumbien mal wieder einen Sieg. Machen wir kurz einen Stopp bei den Statistiken. Stand jetzt hat Kolumbien 20 Titel errungen, Argentinien 55 Mal die Copa America gewonnen. Bei den Gesamttoren der Nationen Kolumbien mit 124 Toren zu 199 von Argentinien. Bei den Torschützen, da hat Alvarez auf jeden Fall ein bisschen aufgeholt, denn Stand jetzt 29 Tore. Diaz hat gefühlt gar nicht mehr getroffen. Der steht hier bei 16 und Lionel Messi hat auch ein bisschen nachgelassen. Stand jetzt 54 Tore nach 75 simulierten Partien. Gehen wir sofort ins Finale 76. Das gewinnt Argentinien. 77 und 78 holt sich Kolumbien zurück. 79 geht dann wiederum an Argentinien und 80 schafft mal wieder Kolumbien einen Sieg. Und nun folgt etwas, was man sich absolut nicht ausdenken kann und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Denn Finale 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 und 94 gingen allesamt an Argentinien. Das sind 14 gottverdammte Titel in Folge. Boah, das war ein Stimmungskiller. Und das, glaube ich, hatte ich bis jetzt noch keinem. Ich simuliere 100 Mal das Finale-Experiment, dass eine Mannschaft 14 Mal am Stück den Titel gewinnen konnte. 95 geht mal wieder an Kolumbien und dann zum Abschluss 96, 97, 98, 99 und Finale 100 gewinnt Argentinien. Und damit ist das Experiment auch schon wieder vorbei. Für die Gesamtstatistiken bedeutet das, Kolumbien hat ganze 24 Mal die Copa America gewonnen, Argentinien 76 Mal. Was für ein krasser Unterschied. Aber dieser Unterschied ist nicht nur bei den Titeln, sondern auch bei den gesamt erzielten Toren. Kolumbien 160 Buden und Argentinien hat 258 Tore in 100 simulierten Finalspielen geschossen. Kommen wir also zum Abschluss jetzt zu den Torschützen. Und hier hat sich auch nicht mehr allzu viel getan. Denn Alvarez hat insgesamt 34 Tore geschossen. Und Diaz 22 Tore. Und the God himself, Lionel Messi, konnte 68 Tore schießen. Wie krass ist das denn bitte? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, das Video mit all deinen Freunden teilen und bis zum nächsten Video stickst du hier auf jeden Fall nochmal rein. Die Copa America simuliert und wer da am Ende Copa America Gewinner wird, das solltest du selber sehen. Reinschauen lohnt sich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.